guten Morgen zu Tag 2, jetzt schon wieder in Lugano. Irgendwie scheint da der Heli rumzuwuseln, aber wir frühstücken jetzt mal gemütlich. Es gibt die restliche Pizza von gestern noch. Ja, von Nummer 3. Nein, die ist nur alles nur eins. Tada, tada. Ja, aber das ist ja nicht alles. Es gibt schon noch mehr. Es gibt noch Ruhekuchen. Mein Mesha, meiner. Oh, ihr seht, es geht mir jeden Tag gleich schlimm. Und ja, die Bikes haben auch gut übernachtet. Festgekettet. Da hört man ja manchmal Böses von Campingplätzen, aber also da hatte ich bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen. Auf welchen Berg fahren wir heute eigentlich? Weißt du das schon? Ja, es gibt zwei zur Auswahl. Entweder wir fahren auf den Monte Lima oder wir fahren auf den letzten Tag vom letzten Mal hier sein, weil der ist nicht ganz so hoch und mal schauen, wie das mit dem Schnee jetzt so ausschaut. Genau. Viel Spaß, bis dann. Diesmal haben wir übrigens einen Campingplatz am See ausgesucht, aber wir haben uns nicht ganz vorne stehen getraut, weil wir dachten, da ist zu viel Wind, weil so warm ist es jetzt ja nicht. Ja, es ist echt nicht so warm wie letztes Mal. Mal schauen, vielleicht traue ich mich aber nach der Tour vor dem Duschen schnell rein in den See. Oder auch gleich. Jetzt. Hey. Wir sind schon wieder hier. Wir haben ja gesagt, Emmy gibt es nur, wenn wir E-Bike fahren, aber wir trauen uns jetzt trotzdem mal drüber. Für mich gibt es allerdings Kaffeechal und erstmal Jausen. Genau, vor, nach der Tour, was machen wir am besten? Essen. Ham, 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 ham. Diesmal ist es nicht ganz so ungetrübt, aber die Aussicht ist trotzdem mega. Heute ist allerdings auch mehr los, weil Werktag. Also hier rauf, das ist echt geil. Da kommt eine Villa nach der anderen. Aber man weiß auch echt warum, weil der Ausblick ist halt richtig geil. Nach Lugano runter, über den See drüber. Also ist echt, echt edel. Den kleinen mit der Antenne wollen wir vielleicht auch noch machen. Mal schauen. Ha? So ruhig, der schöne Mann. Er war bei der Zahnreinigung. Vielleicht möchte er das damit sagen. Bin mir nicht sicher. So eine schöne Aussicht, aber schön, ne? Wieder die Genusstour, die wir fahren. Denkt er jetzt noch. Aber warten. Da haben wir es uns nicht nehmen lassen und noch ein, zwei Fotos geschossen. Das sieht witzig aus, oder? Gestellt wurde, warum Nico meistens hinter mir ist, hat er sich jetzt gleich eine Abkürzung geschnappt und tritt nun vor mir daher. Unglaublich. So. Jetzt habe ich die nötige Ordnung wieder hergestellt. Hey! Schon wieder ein Stückchen weiter und fast noch bessere Aussicht. Und noch ist es auch schön Wetter, aber im Hinterland sieht man schon wieder Regen und so Graupelwolken durchziehen. Schauen wir mal, was es heute für uns bereithält. Was denkst du? Ja, schauen wir mal. Aber irgendwie hoffe ich, dass wir schönes Wetter haben und dass die Trails trocken sind. Ich hoffe es auch. Aber heute habe ich die Gore-Tex-Schuhe. Kein Bock mehr auf Überraschungen. Wo hast du die abgestellt, die Schuhe nochmal beim Bus? Oh. Meine anderen Schuhe habe ich unterm Auslauf abgestellt. Und noch ein bisschen höher. Und schon wieder der See. Und immer noch der Nico. Ich glaube, der verfolgt mich. Was meint ihr? Kille, 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 Kille. Hier geht halt echt schon wieder sacksteil rauf. Ach. Aber jetzt kommt auch die Erlösung. Hoppala. Mitten im super steilen Uphill-Teil gibt es dann eine kurze Abfahrt, vielleicht so 50, vielleicht auch 100 Höhenmeter. Ist zwar angenehm, aber trotzdem immer doof, weil man ja weiß, dass man das nachher wieder hochtreten muss. Eine Banane bitte. Ah, danke. Es geht schon wieder los, aber ich glaube, diesmal tut er sich ein bisschen härter. Hier ist es nämlich schon schwieriger. Sie ist schon wieder gar nicht da. So schlecht. Hey, no, 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 no. Aber das schafft er jetzt nicht, das ist zu steil. Weil mal wieder gefragt worden ist, also ich spanne die Gabel eben hier einfach nur mit einem ganz normalen Riemen runter. Ich kann natürlich keine Garantie übernehmen, weil so gehören tut es nicht, aber für mich funktioniert es im Uphill echt super gut und dann mache ich sie natürlich wieder hoch, bevor es runter geht. Oder jetzt in dem Fall schieben und tragen, dann mache ich sie auch schon hoch, weil da bringt es ja nichts mehr.
Aber von nun an ging es bergauf. Also richtig bergauf. Ui. Oder auch gleich wieder bergab. Heute ist es ganz schön rutschig. Stell dich nicht so an, komm jetzt. Ich sah einmal vorne, dann greift er gleich auf. Unglaublich. Immer dieses Pause machen und auf den Nico warten. Ah, hier nochmal der Vergleich, wie weiß jetzt die Berge doch wieder sind. Die waren im anderen Video schon alle grün. Wer es nicht gesehen hat, vergleichen. Diesmal ist Nico schon da. Hahaha, ich werde hier diskriminiert. Schreibt mal unter die Kommentare, was ich mir mal alles anhören muss. Tja, und ich heb ihr das Rad heute noch auf, schieb sie dann den Berg hoch. Und nein, das mache ich ja auch wieder falsch. Ich vermute ja, er wollte es klauen. Wir haben gerade gesagt, die Seen da rechts übereinander, die sind uns letztes Mal gar nicht so sehr aufgefallen. Und ganz, ganz hinten, also quasi nicht die, sondern noch dahinter, sieht man wahrscheinlich auch schon wieder den Lago Maggiore, weil das würde genau passen, denke ich. Und diesmal ohne Feuer. Stimmt. Kein Feuer in Sicht. Kein Wunder. Da hinten hat es gebrannt das letzte Mal. Diesmal ist es ja auch kalt. Ja, kalt. Stimmt, bei Kälte brennt kein Feuer, gell? Ja, ja. Krass, auch hier der Schwenk. Da hinten seht ihr wieder das Gipfelkreuz. Aber gerade hier rüber sieht schon ganz anders aus. Alles weiß. Ja. 2 Wochen später und schon ist der Winter zurück. Und Schnee gibt's da. Oh, Matsch. Kurz vor dem Gipfel kann man dann noch mal ein paar Meter treten, wenn man denn unbedingt möchte. Ich würde mir das hier normalerweise schenken, aber wenn dann schon aufgestiegen wird, dann ist natürlich der Druck da, da muss man ja fast mitfahren und dementsprechend war das dann noch mal anstrengend. Jetzt sind wir ganz allein oben, aber einer schießt mit der Cross daher, nur damit es wieder nicht idyllisch ist, sondern schön laut. Nichts wird einem gegönnt. Da muss man jetzt auch eine Cross veranstalten. Sagt ausgerechnet er, der da immer hochtritt wie ein Irrer. Ja, das geht schon ein bisschen besser bergauf wie bei uns. Sieht ganz schön einfach aus. Da grinst er schon. Die letzten paar Meter sind aber echt noch ganz schön steil. Diesmal auch ein bisschen rutschig, weil leicht matschig. Aber dafür haben wir den Gipfel im Moment gerade für uns ganz alleine. Schon sehr, sehr geil. Und der Ausblick ist halt auch echt mega. Auch in die andere Richtung hinter. Super gut. Heute Morgen haben wir euch ja von 2 Optionen erzählt. Die andere Option wäre der hier gewesen. Den werden wir, wenn das Wetter mitspielt, morgen machen. Und am Sonntag kommt dann auch noch ein richtig guter, den wir noch nicht gemacht haben. Aber ja, wenn das Wetter mitspielt, dann gibt es da noch echt gute Sachen. Bergheil, schöner Mann. Ja, Bergheil. Ja, auch wenn wir unten ja schon gejauschnet haben, jauschen wir mal halt jetzt nochmal. Leckere Salami mit Brot. Da kann er jetzt auch wieder reden. Ham, und ham. Sonne. Seht ihr das? Stimmt. Sonne. Sonne? Stimmt. Nach der Gipfeljausen, das war dann schon die 4. für diesen Tag, ging es dann wieder runter. Und ja, oben der Kamm ist eben richtig cool. Das haben ja letztes Mal auch schon viele kommentiert. Aber das ist echt edles Gefühl, weil man halt einfach den See von links und rechts sieht, weil der ja so komisch ausgedellt ist quasi, sich überall hinschlängelt. Und das ist wirklich cool, cooler wie am Gardasee, weil da gibt es nur ein paar Spots, wo man wirklich gut über den See sieht. Und hier sieht man halt krass gut immer wieder über alle möglichen Seen. Also das ist schon wirklich sehr besonders. Aber ansonsten schätze ich die Region um den Gardasee auch immer noch sehr.
Übrigens hat Nico sich immer lustig gemacht, dass bei mir das Bändchen in der Kamera ist. Und seht ihr was? Jetzt ist das Bändchen wieder in der Kamera. Ich hab's weggetan. Er hat es dann irgendwann später weggetan. Das stimmt. Beobachtet mal, wann es soweit ist und das Bändchen verschwindet. Er macht das nämlich sogar unterm Fahren. Ganz schön risikobereit. Und schaut mal, hinten bei Petras Kamera ist auch ein Bändchen drin. Das hat sie nämlich vergessen. Nein, er hat sie mir festgebunden. So viel Ehrlichkeit muss schon sein. Und diesmal ging es wohl nicht so gut, deswegen hat er meine Seite ein Bändel festgezogen und das eine, ja, das ist wie so ein Schwanz, tut es jetzt immer wieder die Fliegen verscheuchen. Aber in echt, das ist halt Dreck und keine Fliegen. Naja, hat das Bändel wohl nicht so ganz verstanden. Ja, hier sind wir immer noch auf diesem coolen Gipfelgrat und wir hatten richtig Glück mit dem Wetter, aber die Wolken waren total düster. Man wusste immer nicht, kommt jetzt noch was oder bleibt es so gut. Aber ich kann schon mal verraten, diesmal wurden wir weder nass noch eingeschneit. Also ein perfekter Tag. Hört ihr das im Hintergrund? Diesmal sind wir ja auf einem anderen Campingplatz. Es gibt warmes Wasser zum Abspülen. Allerdings sind wir mehr oder weniger in der Flugschneise von dem Flughafen hier in Arno. Und ja, in der Nacht ist es ruhig, aber untertags, ja, man hört's, würde ich mal behaupten. Aber ist auch gut so, wir wollen ja eh auf Radtour und nicht den ganzen Tag am Platz verbringen. Stau voraus! Hey, 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 hey. Okay. Ah. Juhu! Oh!
Nico kann übrigens auch Hinterrad versetzen, wie ihr da seht. Ja, er macht auch noch ein eigenständiges Video über das Radl, weil ich finde es immer ganz cool, wenn man schon die Möglichkeit hat, irgendein Radl zu fahren, dass man so ein paar Worte drüber verliert. Er ist nicht so begeistert davon, aber das soll er gefälligst machen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn euch das interessiert. Ja, oben vom Gipfel ist es eigentlich ziemlich einfach, nur die Spitzkehren halt vielleicht, aber auch die sind ganz gut fahrbar. Dann wird es schon ein bisschen ruppiger und hier kann man sogar ein bisschen springen. Und im Mittelteil kommt dann wirklich so ein Stück, wo wir nicht alles fahren können. Ich glaube, die wenigsten können da alles fahren. Diesmal haben wir euch eine kleine Sequenz eingeblendet, also schaut euch das unbedingt an, bevor ihr das nachfahrt. Nicht, dass irgendjemand mit dem E-Bike da drin landet und dann erst merkt, wie schwer sein Radl eigentlich ist. Also das sind nämlich immer so ein paar Kleinigkeiten, finde ich. Da muss man mit dem E-Bike schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht in irgendeinem Downhill landet, wo man dann ganz viel tragen muss, weil irgendwann wird es dann doch schwer, so ein Radl. Ja, ansonsten, der Trail, ich finde den mega gut, also weil der eben so ein bisschen schwieriger wird und aber auch immer mal wieder Aussicht zum See bietet. Aber wem das zu schwer ist, der kann eben auch wieder die Auffahrt nehmen und dann ab da, wo sich die Wege kreuzen, also kurz über Bre, in den anderen Trail einsteigen, weil der ist dann wieder super flowig und macht so richtig Spaß. Und seht ihr das Bändchen von der Petra? Ich sehe es schon. Also gerade eben sehe ich es nicht. Da sehe ich nur dich, wie du da die Stufen runterfällst. Ja, ja, im Hintergrund ist das schon gut sichtbar gewesen. Es ist jetzt so eine Passage, da ist der Großteil echt schier unfahrbar oder saugfährlich. Und da müssen wir jetzt ein bisschen runterbobbeln. Ich bin da. Bist du auch da? Ja, auch wenn sich Nico gerade ein bisschen lächerlich über mich macht, aber ich kriege das nicht so ganz mit, ob er dann tatsächlich schon wieder da ist oder nicht. Also ich finde, da hat der Martin echt viel Übung, der kriegt das meistens hin, auch wenn wir dem ja auch immer zurufen, okay oder so. Wenn man genau hinhört, auch bei den alten Videos, dann kann man das schon hören. Und ja, Nico macht sich da eben lustig drüber. Aber besser einmal zu oft gefragt, als wie nachher nichts auf dem Video. Ich bin vorbei! Falscher Gang!
Hier geht es dann eben durch das Bergdörfchen Bre durch. Und wem dieser Berg Monte Bolia heißt, der zu weit, zu hoch ist, der kann auch da einfach auf den Monte Bre, das wäre dann vom Dörflein aus nur noch ganz kurz, drauf fahren. Und sicher auch schon richtig cool. Unsere Tour hatte von Anu aus, wo eben der Campingplatz ist, ca. 42 Kilometer und 1440 Höhenmeter. Also passt schon, aber doch schon ganz ordentlich. Die Treppen hier runter finde ich auch ziemlich witzig. Die gehen so von der Straße aus rein. Beim allerersten Mal musste ich ein bisschen schauen. Diesmal ging es schon ganz easy. Und der Weg hier durch, der ist so schmal, dass man mit den breiten 800er Lenkern fast das Gefühl hat, es gar nicht schaffen zu können. Aber es geht dann ja doch ganz leicht zum Glück. Nur hängen bleiben braucht man wohl wirklich nicht. Petra fährt Ideallinie. Habt ihr es gehört? Petra fährt Ideallinie. Haha, voll im Wettkampfmodus. Dabei mache ich solche Rennen nur beim Skifahren und die gibt es im Moment ja Corona-bedingt leider nicht. Ansonsten fahre ich viel lieber hinterher, aber wir wollten auch ein bisschen die Kameraperspektive wechseln, dass es nicht immer alles so gleich ausschaut und ihr auch mal Nikos Wheelies zu sehen kriegt. Auch hier sieht man wieder den See im Hintergrund. Stoppen kann uns nur ein Begrenzungsfall. Kennt ihr das Lied? Wenn ihr das Lied erkannt habt, dann schreibt unbedingt in die Kommentare, welches das ist und natürlich von welchem Film das kommt. Irgendwie gibt es da ja leider keine Fortsetzung mehr, aber die waren schon richtig cool, diese Filme. Wisst ihr, was wir am Rückweg noch mitgenommen haben? Jetzt wisst ihr es später. Geil, Omas, oder? Und ihr glaubt gar nicht, wie schnell der Nico zurückgetreten ist. Ich bin kaum hinterhergekommen. Nein, ich bin nicht gar nicht hinterhergekommen, aber er hat mich trotzdem gebraucht für den Schlüssel, weil wenn er was zum Essen wittert, dann ist es vorbei. So wie es Leben sein soll, gell? Wo ist das Bier? Komm, nur Geduld. Wird schon, es brutzelt und brutzelt. Die ersten Würstel haben wir sogar schon verspeist. Und ich habe zu wenig Fleisch gekauft. Naja, besser wenig als gar nichts.
Zu viel Fleisch ist ja auch nicht gut nach dem Radfahren. Genau. Ja, ja, das passt schon. Kann ja noch Nachtisch und so kennen. Und, aber Bier ist genug da, also Prost und schönen Abend. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaltet morgen wieder ein, da geht es wahrscheinlich nochmal auf den Monte Lema, aber mit anderem Trail. Das sieht nämlich relativ gut jetzt schon aus, heute haben wir es gesehen. Und genau, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hoffe, hi.